Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Emergency 4 mit der Florian dieser Felde, muss ich verstehen, wie immer. Und diesmal sind wir auch wieder zu dritt in Verstärkung mit Timo. Und Hi. ja, wie in der letzten Folge ist immer noch das Feuer aktiv hier und wir warten einfach jetzt, würde ich mal sagen, bis abgebrannt ist. Und ja, man merkt, wie es ein bisschen beansprucht hier, das Ganze. Brennt ja aber auch nicht gerade wenig. Gar nicht. Das geht. Ich würde auch mal den Rest der Bäume stehen lassen, Florian, und einfach abwarten. Dass sie dann wahrscheinlich auch noch. Okay. An sich dürfte jetzt, wie gesagt, nichts mehr passieren. Kann der hier schon mal wieder Status 2 gehen? Ja, KT-Auftrag bei Leitstelle über Draht melden. Mach Timo! Ich. Das hier ist Brandrodung. Felix? Ja. Ich gehe mit meinen Fahrzeugen wieder Status 2 für nachfolgende Einsätze. Ja, ist klar. Was macht ein Feuer, wenn man da vom Breakdance? Weiß ich auch nicht. Die sind ziemlich kampfstellig. Dann stehen wir um, ne? Ja. So. Das sah sehr interessant besser aus. Felix, du bist schon im Hacke drin. Ja, den Täter muss ich ja nochmal behandeln, so ein bisschen. Wahrscheinlich kann ich das noch nicht. Oh, doch, ich nix kann Deutsch! Das natürlich hat er schon einen Zustand. So, behandeln und Abfahrt. So, ihr geht jetzt Feuer ausmachen. So, Intensivbett und Abfahrt. Keine Ahnung, aber ich vermisse irgendwie einen Feuerwehrmann. Ach, Felix? Ja? Hast du mal ein Personal frei, also eine Person? Ja. Siehst du dort vorne bei deinem TLF, der Freiwilligen Feuerwehr, steht ein Feuerwehrmann in einem Baumstamm. Kannst du mal den Baumstamm beiseite heben? Ah, super, danke. Jo, danke. Perfekt an der Haltelinie geparkt. Oh, hier hinten im Industriegebiet ist es so schön ruhig. Fahrzeug 25. Ah, kein Personal, schade. Hallo, nimmst du mir mal den Verteiler jetzt da auf? Das ist ein bisschen blöd, dass ich jetzt nicht den Verteiler von dir, den du gesetzt hast, aufheben könnte. Jetzt geht's. Mach das. Nee, du sollst ihn nicht ankuppeln, du sollst ihn doch abkuppeln.
Du sollst ja jetzt einsteigen. Und dann fahrt ihr mir dahin. Da stehen noch zwei Leute. Ach, diese Person gehört nicht zum Fahr... Ach, dann ist es der vom TLF, alles klar. Fahrzeug 21. Da kommt mein HLF so ganz gechillt zur Wache zurückgefahren. Aber was macht denn meine Drehleiter da noch? Drehleiter ist auf dem 50 Grad im Weg, da liegt ein Baumstamm im Weg. Warte mal, ich hol mal. Organisieren wir mal ein oder kommt ihr da jetzt raus? Keine Ahnung, irgendwann wird sie sich nach Hause teleportieren. Ich pack mal den Baumstamm da weg. Ja, wenn du nett bist, machst du das, wenn nicht, lässt ihn einfach liegen. Ja, da rennt einer gerade hin. Drei RTW1, Fahrzeug zur Desinfektion aus. Ich fahre die BMA an. Brauchst du noch irgendwas bei der BMA? Electronic House? Ich schick mal eine DLC. Nee, bitte schick mal ein bisschen mehr hin, das Haus steht lichterloh in Flammen. Alles klar. Alarmier mal Freiwillige Feuerwehr 4. Ist uns schon unterwegs. DLK und TLF fahren auch gerade raus. Gut, weil meine DLK ist ja Status 6 irgendwie. Das ist ja schon was anderes. Das ist meine große Liebe. Das ist die erste BMA, die brennt? Nee, wir hatten schon mehrere. Ach ja, die Post hatten wir auch noch. Ja, die brannte schön. Post halt, ne? Aber ich glaube, so lange wird das ja auch nicht mehr dauern, bis ich hier mit dem Ding durch bin. Aber das nach dem Einsatz dauert ja alles einen Moment. Wobei, das TLF kann ich ja auch schon rausnehmen. Eigentlich müsste ich dieses da mit einem Auto auskriegen, das Feuer. Fahrzeug 21. Das ist mein FF-Fahrzeug das erste, was 21. eintrifft, wa? Ja, kann sein, will ich nicht abstreiten. Oh Mann, ey. Kümmerst du dich mal um das Überspringen? Ich kümmere mich gleich um den personenrettenden Löschangriff. Ich bin gerade schon dabei aufzubauen. Bin unterwegs. Hab ich mein. Weißt du, was Geiles? Maschinist. Ich steige ein. Zack. Container aufladen. So, meine BF ist jetzt auch da. Du musst deinen Feuerwehrmann da wegnehmen, weil Baumstamm weg, Feuerwehrmann steht da noch, kommt immer noch nicht durch mit der Drehleiter. Ja, mach ich gleich sofort. Fahrzeug 19. Fahrzeug 19. Oh, dieses Gebiebe von der BMA, ne? Oh, meine Fresse. Ja, nervig, ne? Oder auch schön? Ne, nervig. Ist halt so. Schon Alter, zwei Großbrände, das ist gerade ein bisschen... Das ist kein Großbrand, finde ich. Das brennt recht groß. Das Gebäude ist recht groß und es brennt. Großbrand. Da unten der Waldbrand ist auch eigentlich so gut wie aus. Eben. Ich müsste mal wissen, wo hier nochmal ein Hydrant wäre.
Nur da ist ein Strandrohr. Scheiße, mit der Wasserversorgung hier oben sieht's ja richtig mau aus. Wieso? Also ich habe bis jetzt nur einen Unterflurhydranten entdeckt. Mitten in der Innenstadt. Zwischen meiner DLK und meinem TLF ist noch einer zum Beispiel, bei der Laterne. Ah gut, dann gehe ich da dran. Boah. Muss halt mal nach diesen Hydrantenschildern gucken, ne? Ja, ich hab einen Gruppenführer suchen lassen, weil der hat nichts gefunden. Außer den einen, den du schon mit zwei Strahlrohren angezapft hast. Achso, ja, weil ich die DLK eingespeisen wollte. Irgendwie haut das nicht hin gerade. Blöde Frage, hast du schon eine Evakuierung des Gebäudes veranlasst? Nee, noch nicht. Ja, mach ich gerade. Nur am Löschen im Haus. Waldbrand ist noch nicht aus. Oh, jetzt kommen die alle raus. Ja, halt Evakuierung veranlasst. Boah. Ja, das zerfetzt jetzt gerade mein Rechner. Waldbrand ist aus. Passt. Dann baue ich da jetzt ab und. Hier wieder auf. Schick die wieder weg, dass dein Rechner wieder dich fängt. Genau, und den Baumstamm. Ach nee, der ist irgendwie. Okay. Bei mir hat der Feuerwehrmann keinen Baumstamm mehr. Ja. Dafür einen anderen Stamm, ne? Okay, das Gebäude ist aus. Ich setz schnell die BMA zurück. Fahrzeug 19. Was gibt's? Weil die zerfetzt mir gerade die Nerven. Felix, fahr mit deinem TLF da hoch, ich speise das wieder. Ja, ich bin das BF-TLF fährt jetzt weg und das andere TLF kommt dahin. Ich will jetzt erstmal die Fahrzeuge größtmöglich wieder im Stall haben, dass wieder besser wird. Aber was sagt eigentlich die Zeit? Ja, die Zeit sagt noch 2 Minuten. Achso. Die Uhr sagt Tick-Tack. Die Uhr sagt Tick-Tack. Aufheben. Und dann hinterlassen. Ah, das ist ein Mülleimerbrand, den werde ich ja wohl mal schnell mit dem Feuerlöscher löschen. Soll ich gerade sagen, irgendwie was Großartiges Großes ist da nicht mehr drin. Drin. Was? Was Großes ist da eigentlich nicht mehr am Brennen. Trotzdem kommt gerade der WLF mit AB-Atemschutz. Oh, hier ist Kreislauf. Oh, meiner. Übernehme. Jo, Alarmierung läuft. Was gibt's? Ja. So, oh, da hinten. So langsam werden die Autos auch wieder schneller. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bei dir? Ja, bei mir wird das gerade wieder alles. Stabilisiert sich das. Du müsstest das auch eigentlich bei diesem Waldbrand wissen, dass da erstmal so relativ alles zusammenbricht. Ja, also letztes Mal hatten wir das, da ist der komplette Wald fast abgefackelt. So, Timo. Und da hat man es wirklich gemerkt, haben die Feuerwehrmänner dann angefangen, auf der Stelle zu tanzen. Ja, bei mir hat man das nicht gesehen halt, aber gut. So, Feuer aus. Fast. BMA ist noch schon zurückgesetzt. So, ich baue mich jetzt hier auch wieder ab. Ja. Da oben
Dieses kleine Gebüsch wird mit dem Feuerlöscher und mit dem TLF ausgemacht, das ist gleich aus. So. Ja, siehst du es hier noch irgendwo fackeln? Ja. Jungs, Feuer erfolgreich gelöscht. Hey. Hey, was? Nein, Spaß. Oh, das habe ich sogar gehört. Das habe ich gehört. Ja, sei doch sonst noch am Arsch, nimm den Streifenwagen, der gegenüber deiner bei der Feuerwache einsteht. Da stehen zwei Stück, die kannst du schnell alarmieren. Ach ja, stimmt, da ist ja noch was. Na, komm. Der Täter flüchtet vor der Feuerwehrwache lang. Hier so weit vorne würde ich gar nicht hinfahren. Gleich hier raus und dann zack, bam! Ich bin einfach nur gedrückt. Wo ist er denn jetzt? Ich sehe ihn nicht mehr. Scheiße. So, was er flüchtet in die Baustelle. Lol, warum ist hier jetzt der IRTW? Du haust auch immer Alarmierung raus, ne? Ja, irgendwie schon. Ich wollte ein NEF und kein IRTW. Aber gut. Und ich habe in letzter Zeit immer mehr adipöse Patienten, ey. Die verfolgen dich so ein bisschen. So, aber... Hast du das TLF daran geholt? Schnell. Also ja, wir müssen hier jetzt ganz dringend beenden. So, schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.